Hallöchen, da bin ich mal wieder. Zwei weitere Part von Super Mario 64 Last Impact und was unglaublicherweise der Fall ist, ich war nicht zu faul, um die Münzen einzusammeln. Und das offscreen. Schön, oder? Und noch besser, ich konnte Yoshi behalten und zwar an diesem Donut. Das ist noch besser, das kann ich euch sagen. Also, wichtig ist einfach, dass man hierbei bedenkt, dass man einfach geradeaus darüber fliegt und fertig. Und Yoshi hat halt so einen Flattersprung, welcher ihn eigentlich kaum absinken lässt, wodurch man gefühlt 10 Jahre lang nach vorne fliegen kann. Aber man gewinnt leider keine Höhe, auch beim ersten Flatterflug, wodurch man nicht in die Höhe kann. Hätte ich das mal früher verstanden. Zusätzlich nehme ich wieder ein klein wenig auf, weil ich habe irgendwie, also ein klein wenig anders auf, meine ich. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass das qualitativ von meiner Stimme irgendwie nicht ganz so irgendwie schlechter klang, als bevor ich hier das Handy so hingestellt habe, beziehungsweise dass es halt immer schlechter wurde. Und das. Wow! Und deswegen nehme ich etwas anders auf und habe jetzt eher das Handy vor mir und den Controller weiter weg. Okay, aber ich brauche immer noch einen Controller, der keinen Input-Lag fabriziert. Deswegen habe ich ihn ganz nah am Handy. So, wo muss ich jetzt. Ich verstehe. Ich muss also zuerst zur Fabrik oder zuerst hierhin. Und ich würde sagen, ich gehe hierhin. Oder würde ich das sagen? Ich weiß es nicht. Wisst ihr, oder. Kann es sein, dass wir da oben rein müssen? Und. Nein! 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 Schönen Tag heute. Willkommen zum neuen Part. Nein, Spaß. Alter. Ey, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Egal, die Münzen, die habe ich echt schnell nachgeholt. Also das könnte ich einfach mal kurz nebenbei beim Scheißen oder so nachholen. Wir machen das jetzt einfach mitten im Part, weil ich mir. Ach komm, ey, Spiel. Was ist los mit dir? Was hast du gegen mich? Na gut, also. Das war ziemlich sinnvoll, dass ich das getan habe, sonst hätte es noch länger gedauert. Also. Warum? Einfach nur warum? Was soll die Scheiße? Naja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal kurz schauen. Vielleicht schaffen wir das hier. Dann haben wir einen Erfolg schon mal für den Part und im besten Fall die 100 Münzen. Dann haben wir immerhin, ja, immer noch die 2 Erfolge aus einem Part. Das ist ja. Ach, ich bin blöd. Ich bin einfach nur blöd. Oh mein Gott. Wir können es noch versuchen. Ich wäre so froh, wenn es klappen würde. So, da drüben ist auch noch eins. Erwischt. Jetzt haben wir noch, ja, gut, 5 Sekunden. Ja, jetzt habe ich total verkackt. Danke und es war Revanche. Ha, ich bin glücklich. Immerhin der deutsche Bahnvorfall. Ich meinte der unbekannte Bahn, der inkompetenten Bahn Zufall und alles. Das ist ein bisschen her jetzt. Also da bin ich schon längst wieder drüber hinweg. Das ist immer eine positive Sache und ich habe auch wieder gute Laune und auch richtig Bock eigentlich, das Spiel jetzt eigentlich durchzuspielen. Naja, das wird wahrscheinlich nichts, aber ich denke mal, ich werde schon einiges spielen heute. Vor allem, ich habe noch 2 Ferientage und ich möchte einen Ferientag noch haben, an dem ich einfach nichts tun muss. Und das wird eben dieser sein. Oh Gott, jetzt muss ich irgendwie eine gute Position finden, weil ich keinen Bock habe, dran vorbeizufliegen und. Und. Jetzt kann ich es immerhin noch zeigen. Nein, 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 nein. Wow, ich sterbe immer an den unnötigsten Stellen und zwar immer, wenn der Charakter von selbst läuft oder sowas. Und. Nein, 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 nein! Oder was war da an der Schokolade? Ich weiß es nicht mehr genau. Nein, 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 nein! Auf jeden Fall weiß ich, dass es lächerlich war. Naja. Noch ein weiterer Versuch. Also wichtig zu beachten ist, dass ich auf jeden Fall Bock habe, hier jetzt das Spiel durchzuspielen. Vor allem, weil es ein bisschen, ja, mich weniger. Verdammt. Weil es mich ein bisschen weniger, naja, fertig macht, so in der Art. Wie Resident Evil zocken. Und das um 1 Uhr morgens in der Nacht, einfach mal so. Das ist eine ziemlich harte Sache. Für mich. Wenn ich nämlich einfach. Das ist. Da kann ich ja mal so ein bisschen drüber reden hier. Wenn man jetzt hier so ein Spiel spielt, dann ist man so. Man ist relativ gechillt, man denkt so, yay, das macht Spaß und. Oder es ist manchmal auch unfair, kann man sich auch mal denken. Denke mal nicht, dass es das illegal ist, sowas zu denken. Das wäre sonst ziemlich gemein. Oh Gott, jetzt muss ich. Oh, jetzt muss ich Glück haben und ich habe kein Glück. Oh mein Gott. Bitte, bitte, bitte. Okay, warte mal. Ich muss jetzt ganz kurz. Yes! Yes! Wir haben schon mal was für einen Part geschafft. Nice, Alter. Okay, also, der Part hat sich schon mal richtig gelohnt. So, jetzt, wo war ich gerade eben? Ah ja, Resident Evil. Also, solche Spiele halt.
Wenn man jetzt um 1 Uhr morgens irgendwie so ein Mario-Spiel zockt, das ist ja auch ganz okay. Wobei, es gibt sogar Stellen, wo es dann sogar nicht mehr ganz okay ist. Wenn man jetzt irgendwie in so eine, keine Ahnung, Gruselwelt oder irgendwie sowas kommt, halt eben eine Villa-Welt hier, buhu, oh mein Gott, ich habe so viel Angst. Wenn man in so eine Welt gerät und dann so eine eher unheilvolle Musik läuft, dann kann es einem so um 1 Uhr morgens doch manchmal ein bisschen unangenehm werden. Also so aus eigener Erfahrung einfach mal. Das kann ja auch die Möglichkeit sein, aber ich bin generell sehr, ich kann sehr, sehr schnell von so einer Atmosphäre dabei dann auch erwischt werden. Vor allem, wenn es um 1 Uhr morgens ist und ich ohne Licht spiele, dann erwischt mich die Atmosphäre sehr gerne mal. Wobei, bei einem Mario-Spiel würde ich jetzt nicht irgendwie rumschreien, aber naja. Okay, warte, warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich lebe noch. Ich liebe es, dass ich noch lebe. Und das vor allem mit Yoshi. Das ist sehr, sehr wichtig, weil Yoshi seine Zunge auspackt. Und er mit der Zunge einfach mal eine sichere Münze holt und das ist sehr, sehr schön. Okay. Wir müssen auf jeden Fall noch zum. Warte mal, wir müssen noch zu dem Turm. Wir müssen noch einmal in die Fabrik. Dann haben wir 4 Level. Die Münzen und die roten Münzen. Dann haben wir 5 Sterne und dann müssen wir noch irgendwann irgendeinen anderen Stern holen. Ich frage mich, welcher das sein wird. So, aber erstmal die Münzen. So, und das ist jetzt random auf jeden Fall, dass ich auch zu dem Thema kam hier mit dem um 1 Uhr morgens zocken. Das ist jetzt halt einfach situationsbedingt, weil das jetzt, ich glaube, 10 Stunden zurückliegt, dass ich das gemacht habe. Und ich das halt einfach selten mache. Ich spiele ja jetzt nicht irgendwie täglich irgendwelche Horrorspiele oder sowas. Oder, naja, Resident Evil. Ich weiß nicht warum, aber ich zähle Resident Evil nicht zu 100% zu einem Horrorspiel. Aber beim ersten Teil, also den ich jetzt gespielt habe, vor allem es ist ja auch der erste Teil, da merke ich halt aber richtig das Horror-Feeling. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das, mein erster Gedanke bei Resident Evil ist nicht Horror, sondern eher so actionmäßig. Also extrem übertrieben, keine Ahnung, Explosion, Bumm, und alles Mögliche. Ich glaube, ihr könnt euch was drunter vorstellen. Das ist irgendwann mein erster Gedanke, wenn ich so an Resident Evil denke. Obwohl mein erstes Resident Evil, was ich halt gespielt habe, eben so ist. Und ich habe keine Ahnung warum. Es ist halt einfach so, dass ich da so solche Gedanken dann. Was ist los, Mario? Naja, ich habe hauptsächlich. Was zum. Was ist los, Mario? Oh Gott. Oder Yoshi hat irgendein Problem. Ich weiß es doch auch nicht. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. So. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wo ich war. Also Resident Evil, ja, das ist mir noch im Kopf. Das ist mir noch im Kopf. Vielen Dank für die Erinnerung. Nur was war jetzt noch der Fall? Um was geht's noch? Ich hab's vergessen. Wirklich, ich hab den Faden verloren, total. Naja, dann. Was ist hier los mit der Kamera und allem Möglichen? Oh, und mir fällt gerade was Schlimmes auf. Ich hab die fucking. Ach. Ich hab die FPS-Zahl drinne. Geil. Wisst ihr was? In diesem Part, ich werde jetzt einfach mal rausschneiden, dass die FPS-Zahl drin ist. Da wird ja auch nicht sonderlich viel rausgeschnitten, aber. Oder. Ein Moment, ein Moment. Ich muss das ganz kurz machen. Okay, da habe ich es wieder ausgestellt. Also ich werde es mal drinnen lassen, weil es halt einfach. Es zerstört irgendwie das normale Videobild. Also, wenn man mich jetzt mal versteht, was ich damit meine, es zerstört halt ein klein wenig, wie das Bild halt dasteht. Und ich werde es einfach mal so da lassen. Und dann sieht man immerhin, was hier immer für eine Standard-Framerate ist, nämlich 15. Und die beste Framerate, die wir haben können, ist dann einfach 30. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal zur Candy Bahn hin. Oder, ja gut, ist das eigentlich eine Bahn? Ich interpretiere das als Bahn, aber da ist halt keine Bahn. Es wäre halt schön, wenn hier eine auftauchen würde. Oder, was natürlich noch besser wäre, ist, dass es wieder ein Emulator-Bug ist. Das wäre ja noch besser. Also viel, viel besser. Und was auch übrigens auffällt, Yoshi ist einfach mal so viel schneller. Der macht das Ganze einfach mal so viel angenehmer. Oh mein Gott. Ah ja, und diese Viecher, ich habe versucht, die aufzuessen beim letzten Mal und. Und bin in die Luft gegangen und. Warum? Warum? Warum gehst du jetzt? Och. Oh mein Gott, Alter. Warum muss die Kamera eigentlich genau da stehen, da rumstehen, Alter? Warum? Ach, komm, ey. Warum freest das Game genau an solche. Das kotzt mich an. Warum freest das Game an so eine Stelle? Ich kapiere es nicht. Es hat keinen wirklichen Sinn dahinter. Es ist einfach, es passiert einfach. Und dann muss ich die Kamera drehen. Dann läuft es plötzlich wieder, dann laufe ich in die Richtung und dann plötzlich falle ich rechts runter. Warum? Also ich laufe geradeaus und laufe rechts runter. Was? Weil das Spiel nochmal freest. Ich kapiere es nicht. Oh Junge.
Ich schneide mal kurz, weil das hat einfach keinen Sinn, wenn ich das anders mache. Und ich habe schon wieder meinen Timer vergessen. Ich bin aber auch echt super vorbereitet. Aber mir macht das Spiel echt immer noch Spaß, Alter. Muss man auch mal erwähnen, wenn ich mir immer so oft immer am Ausrasten innerlich bin. Okay, also Schnitt, bis gleich. Ich glaube, ich weiß, was die nächste Aufgabe sein wird. Oder? Wenn nicht, dann schneide ich es raus, oder? Oder soll ich nicht? Ach, keine Ahnung. Ich wusste es! Irgendwas hat es mit diesem Candy auf sich. Ey, wir sind wieder zurück. So, ich habe jetzt eine Sache beachtet, nämlich einfach... Ich habe dieses Viech jetzt mal vorbeifliegen lassen und explodieren lassen. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass das Spiel überfordert as fuck ist und... Deswegen ein Freeze und ja, das könnte der Fall sein. Es ist einfach zu überfordert gewesen damit, dass es noch im Hintergrund einen Gegner hatte und ist dann einfach eingefroren. Warum werde ich eigentlich immer dann unterbrochen, wenn ich gerade aufnehme? Und vor allem, warum eigentlich immer 2 Sekunden, nachdem ich angefangen habe, weiter aufzunehmen? Ich habe jetzt gerade eben diese kurze Pause hier gemacht zwischendrin. Also ich nehme ja immer zwischendrin 2 weiter auf, aber ich habe jetzt nicht geredet während dem Schnitt. Und 2 Sekunden, nachdem ich weitermache, kommt dann natürlich jemand wieder in den Raum. Zwar funktioniert jetzt das Konzept mit Klopfen und ja oder nein, aber warum eigentlich immer im ungünstigsten Zeitpunkt? Warum? Sowas kotzt wirklich an. Tschüss, Alter. Tschüss. Vor allem, das ist halt auch... Es ist halt wirklich eine Regelmäßigkeit. Eine fucking Regelmäßigkeit. Wo ich jedes fucking Mal einfach mir so denke, ja, jetzt habe ich gerade Ruhe. Jetzt habe ich gerade Ruhe. Wow. Mario, du musst nicht extra stylisch runterspringen. Du kannst auch ganz gewöhnlich runtergeschlagen werden. Du bist dann nicht irgendwie weniger multitalentatisch. Was? Egal. Du bist nicht weniger ein Multitalent. Auch wenn du runtergeschlagen wirst. Also du, ein Salto ist nicht unbedingt vonnöten. Wollte ich ihm nur sagen, damit... Okay. Damit er sich weniger so fühlt, als müsse er so... Oh mein Gott, sowas machen. Und was macht dieser fucking Goomba hier? Wer hat dich hierhin bestellt? Ich hab dich nicht hierhin bestellt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Außerdem fällt mir gerade ein, ich glaube, der Part ist auch schon wieder so eine Art von Überlänge. Weil wir haben keinen Fortschritt. Wenn man gerade so drüber nachdenkt, alles, was ich hier gerade mache... Wirklich alles ist wirklich wieder nur so eine Wiederholung von dem, was ich gerade offscreen gemacht habe. Also gestern offscreen gemacht habe. Alter. Das ist halt schon eine nervige Sache. Wenn man das mal bedenkt. Ich bin jetzt einmal gestorben aufgrund von einem, was auch immer das noch gleich war. Ach ja, stimmt, aufgrund von einem, irgendeinem Bug oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Das ist ja schon nervig genug an sich. Aber jetzt müssen wir das alles... Oh Mann, das alles wird jetzt in diesen einen Part reingequetscht, das ist klar. Also das werde ich auf jeden Fall noch in den Part machen. Weil ich auch wirklich selbst jetzt nicht mehr... Ich möchte jetzt langsam auch mal fertig werden mit den Münzen hier, damit ich wieder die schönen Aufgaben machen kann. Und... Kannst du bitte die... Hallo? Hallöchen! Ich sehe nichts mehr. Ich kann... Hallo? Ich kann mich nicht mehr bewegen, cool. Ja, hallo? Hallo? Ich drücke gerade den... Was ist hier los? Warum darf ich mich nicht mehr bewegen? Hallo? Boah, was ist denn hier los? Warum dreht sich Yoshi so gruselig? Ich habe doch auch keine Ahnung. Jetzt klappt sie wieder, okay. Oh mein Gott, ich möchte doch einfach nur diese Aufgabe hier hinter mich bringen. Nein! Oh mein Gott! Kann das bitte aufhören? Einfach, kann das bitte aufhören? Alter, ich komme nicht drauf klar. Ich will doch einfach nur diese eine Aufgabe noch schaffen, um mich dann glücklich zu fühlen und dann glücklich mit dem Hund Gassi zu gehen, damit ich, weil ich ja wieder unterbrochen wurde. Ach Gott, das kotzt mich an. Kann die nicht wenigstens mal warten, wenn die merkt, dass ich gerade rede? Oh mein Gott. Ich könnte so gerne... Ich liebe es immer rumzulästern. Das merkt man eventuell. Wenn man sich das Ganze anschaut und... Boah, ich läster gerne auch über sowas rum, weil das einfach... Wie kommt man auf den Scheißgedanken... dauernd zu klopfen irgendwie, obwohl gerade offensichtlich jemand gerade redet und dann eventuell nicht gestört werden will. Muss das sein? Muss das gerade jetzt schon wieder... Oh, ich kotze gleich im Strahl, Alter. Ich kotze gleich im Strahl. Mann, Mann, Mann. Ich
glaube, also ich habe mir schon etwas überlegt, ob ich eventuell auf einen Emulator zurückgreifen möchte und dann später den zocken soll. Habe mich aber wegen dem Controller, den ich habe, dagegen entschieden. Dieser ist nämlich ein so ein irgend so ein PlayStation 2 Controller in so einem, keine Ahnung, Grünes-artigerem Design, ich weiß gar nicht. Also die Knöpfe haben halt statt diesem X Dreieck und sonst was Gedöns, haben die halt ein 1, 2, 3, 4. Also so eine Art von, also PlayStation. Bist du? Ich könnte gleich kotzen. Diese Yoshi-Steuerung ist ja auch nicht die beste. Okay, also, ich habe mich wegen dem Controller dagegen entschieden, aber wenn ich mir diese verdammte Performance hier anschaue, also ihr seht schon, also, ihr habt genau dieser Hänger, dich habe ich gerade gemeint, ja, genau dich. Könntest du dich bitte, danke. Ja. Ich könnte gleich kotzen. Auf jeden Fall meine ich genau diese Performance. Wenn ich die mir anschaue, dann habe ich so das Gefühl, ich sollte lieber auf etwas anderes wechseln. Nein, 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 nein! Stopp, Yoshi, stopp. Bitte. Tu der Welt einen Gefallen und stopp. Das Schlimme ist, in Resident Evil hatte ich genauso einen schlechten Fortschritt. Genau den gleichen. Null Fortschritt, obwohl, ja. Okay, wisst ihr was? Für den Ende des, also für, ja, für den Ende des Parts. Ich bin schon total selbst. Ich bin selbst total baff jetzt gerade. Das ist so ein Scheißdreck, der gerade passiert ist. Mann, Mann, Mann. Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, ob ich auf dem PC spielen soll, aber jetzt gerade eben ist mir auch eingefallen, eventuell habe ich den Spielstand nicht und müsste dann das Spiel nochmal neu spielen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade Lust drauf habe. Also. Mann, Mann, Mann. So, danke. Was gibt's hier jetzt? Ja, immer noch weiterhin die gleichen unsichtbaren Wände. Ach, warte, dann sind es keine unsichtbaren Wände. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Texturen, die mein Emulator wieder nicht anzeigt. Schön, freut mich. Nicht. So, was ist hier jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung. Ey, Boss Toad, hast du irgendeine Ahnung? Hey, Bro. Willkommen im Toadhaus. Ja, Minigames, oh geil. Ja. Ja. Ich habe so das Gefühl, da ist ein unsichtbarer Schalter, aber ich bin mir ja nicht sicher. Warte mal, geht der irgendwo in die Höhe? Warte, was ist mit dem hier? Er läuft dagegen, okay. Und hier läuft er auch dagegen, das heißt. Ist das jetzt ein. Ach Junge, ich habe doch auch keine Ahnung. Komm ich bitte irgendeinen Tipp, ob das irgendwas. Keine Ahnung. Also ist da irgendwas an dem. Oder hä? Ist das jetzt ein Schalter oder. Ich sag ja, ich habe keine Ahnung. Oh Junge, oh Junge. Warte mal. Jetzt kann ich plötzlich drüber laufen. Oder was? Was zum. Ich kapiere dieses Spiel nicht. Warte mal. Ja, hier muss ich einfach nur so drauf treten und dann habe ich das Mole-Minigame. Warte, dann gehe ich irgendwo anders drauf. Hier? Ja, dann habe ich ein. Okay, dann haben wir jetzt ein anderes Minigame. Also unsichtbare Texturen und alles, aber passt. Das ist ziemlich leise, die Musik. Alles klar. Okay, das Minigame ist geil. Okay, das finde ich cool. Das finde ich mega cool. Immerhin konnte ich noch, kann ich noch in diesem Part sowas zeigen. Das ist doch schön. Oh, und warum verdrehe ich die Kamera? Aha. Wow. Ja, also das ist nicht unbedingt das leichteste Minigame, würde ich sagen. Wir probieren es auf jeden Fall noch ein paar Mal. Also, ich werde eventuell auch am Anfang des Parts einfach direkt so ein Skip irgendwie reinschreiben. Irgendwie Skip auf die und die Minute, dann hast du wenigstens. Dann siehst du wenigstens das Einzige, was wirklich relevant war. Was zum. Ich bin so relevant gestorben. Wir machen noch bis zum Game Over. Weil wir aus irgendeinem Grund auch hier in Minigames einfach mal Leben verlieren. Okay, klar, es ist Mario 64. Ist ja jetzt kein Mario Party oder sowas. Okay, wir müssen irgendwie. Nein. Okay. Wir müssen irgendwie das Ganze hinkriegen. So. Das Problem ist. Ja, genau das ist das Problem. Ich bin schlecht. Und das Spiel ist auch wieder nicht so perfekt dafür ausgelegt. Es war ja, im Original war das ja, glaube ich, nur so eine ganz kleine Stelle. Kannst du bitte reinspringen? War das nur eine ganz kleine Stelle, glaube ich, in welcher einfach so ein Baumstamm war und das in der Lava drin. Das hat Sinn gemacht. So, jetzt einmal dorthin, ja. Dann hier nach links.
Also wichtig ist, dass man nicht durchgängig, ach verdammt, nicht durchgängig durchrennt, weil man einfach nur am Ende stirbt. Und was ist mit der Kamera los? Was ist mit der Kamera los? Was hast du geraucht, Kamera? Bitte sag's mir. Boah, diese. Okay. Glaube, ich hab's verstanden. Wenn ich jetzt aber nochmal sterbe, dann heißt es Game Over. Part Ende. Oh. Vor allem gibt's da. Nee, da drüben gibt's nix. Ich mache jetzt einfach mal so eine Taktik, dass ich direkt die Kamera drehe. So, jetzt geht's hier rüber. So, dann gehen wir hier rüber. Wow. Und dann gehen wir direkt rüber und. Tot. Also ein bisschen besser war es schon, aber Game Over. Was soll man machen? Ich kann auf jeden Fall stolz auf mich sein, weil ich wenigstens die eine Aufgabe geschafft habe. Da ist wieder unser Elektriker Nummer 1, welcher sich tagtäglich immer um Peach's Castle kümmert. Und da gehen wir jetzt nicht rein, weil. Nee, nein, danke. Oh Junge, das Spiel hat 130 Sterne. Vielleicht lohnt es sich doch noch, eventuell extra einen neuen Spielstand auf dem PC anzufangen. Ich werde es mal. Ich schau mal. Oh boy, also auf jeden Fall war es mal für den Part. Es ist wirklich eine unglaubliche Sache, dass ich das immer noch nicht hingekriegt habe, diese verdammten gelben Münzen da, also alle roten Münzen und alle 100 Münzen einzusammeln. Dass ich das immer noch nicht geschafft habe, ist einfach irgendwie unglaublich für mich. Naja, vielleicht schaffen wir es im nächsten Part. Das wäre natürlich eine wunderschöne Sache, wie ich finde. Aber wir werden sehen. Wenn nicht, dann. Oh oh, ganz im Ernst. Ich weiß auf jeden Fall, auf diesem PlayStation-Controller, es ist total scheiße, dass die ja da unten, also da unten platziert wurden und nicht oben, weil man damit nicht richtig geradeaus nach oben ziehen, also laufen kann. Das Problem habe ich bei mir immer. Und ich weiß nicht genau, wie ich mich damit arrangieren soll. Aber wir werden mal schauen. Ich wollte mir ja eh schon längst so einen USB-Stick kaufen, mit dem ich den Pro-Controller an dem PC und eben noch den Wii U Pro-Controller an die Switch anschließen kann, weil ich keinen Bock habe, nochmal 60 € auszugeben. Aber naja, das werden wir da auf jeden Fall sehen. Also vielleicht werde ich das noch eines Tages machen, aber ich brauche ja noch irgendein Spiel, was ich jetzt die ganze Zeit spielen kann, weil ich meine, also Starwing ist ja vorbei, das ist ja, aber ich weiß ja, was danach anfängt. Resident Evil wird wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang dauern, weil ich ewig brauchen werde, bis ich es durchspiele. Und hier, das Spiel hier, das ist halt eben, ich will es halt durchspielen und mache dann direkt Mario Odyssey weiter. Ich habe ja schon angefangen aufzunehmen. Nur muss ich halt warten, bis ich hiermit fertig bin. Ich möchte halt auch ein bisschen zügig voran, wegen, keine Ahnung. Boah, Schluck auf. Muss auch etwas zügig voran, weil das halt eben auch nicht ewig warten soll. Ich möchte ja auch irgendwann so das Let's Play voranbringen. Ich habe 1 TB Speicher, also ich kann schon einige Videos schon längst im Voraus aufnehmen. Ich bin ja schon, was weiß ich, was wie weit. Na gut, 15 Parts, oder? Ich glaube. Und ja, das ganze Gedöns und alles. Also, mal sehen. Aber auf jeden Fall, ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde. Ihr werdet es ja im nächsten Part dann sehen. Und bevor ich hier wieder zu viel laber, bis zum nächsten Part und tschüssi. Ich bin ausnahmsweise mal nicht müde. Schön. Beim letzten Mal und. Stopp, Yoshi, stopp. Bitte. Und bin in die Luft gegangen und. Warum? Warum? Warum gehst du jetzt? Och.